Die Feuerwehr Luster wurde am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand einer Brücke gerufen. Können Sie mir ganz kurz sagen, was Sie heute Morgen vorgefunden haben, als Sie hier am Einsatzort eingetroffen sind? Ja, auf der Anfahrt in der Vorstraße, circa einen Kilometer entfernt, haben wir schon gesehen, dass die Brücke lichterloh brennt. Und dann haben wir die Brücke ablöschen müssen mit der TS-Wasser aus dem Neuner Kanal ansaugen und die Brücke ablöschen. Jetzt ist diese Brücke ein wenig abseits, das heißt also, sie wird nur über den Forstweg oder über den Feldweg zu erreichen. Welche Funktion hatte diese Brücke bislang? Ja, diese Brücken haben keine Funktionen mehr, sind nur noch alte Brücken aufrechtzuerhalten und gehen über den Neuner Kanal, aber die sind nur noch für Fußgänger oder Radweg, die werden sonst nicht mehr benutzt. Gibt es schon irgendeine Vermutung, wie es zum Brandausbruch kommen konnte? Na, zur Brandursache können wir nichts sagen, aber wie Sie sagen, es regnet heute. Abschließend eine letzte Frage, ganz kurz. Mit wie vielen Mann und wie vielen Fahrzeugen waren Sie heute früh im Einsatz? Die Feuerwehr Lustrau war mit 6 Fahrzeugen und 50 Mann im Einsatz.